Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Auch das gehört mittlerweile zu unseren christlichen Hochfesten, nämlich unglaublich kreative, berührende, nahezu spirituelle Werbefilme der Lebensmittelindustrie. Da geht's nicht mehr nur um das Anpreisen von billigen Markenartikeln, hoffentlich kein Billigfleisch, Anmerkung des Verfassers, und günstigen Sonderangeboten. Alles wird angepriesen mit dem Zusatz, damit es wirklich ein Fest wird in Ihrem Zuhause. Und zu sehen sind nur glückliche Menschen und spielende, jubelnde Kinder und rüstige Senioren ohne irgendwelche Wehwehchen und alle lachen und sind froh. Ach, ist das wunderbar. Nein, diese Werbespots, die regelmäßig seit Jahren zu Weihnachten und Ostern erscheinen, sind ganz einfach irgendwie anders. Einen solchen hat jetzt die Supermarktkette Edeka zu Ostern kreiert und es sorgt wahrlich für emotionale Reaktionen, für Gänsehautgefühl. Besonders bei den Menschen, die selbst Angehörige oder Bekannte haben, die von der furchtbaren Krankheit Alzheimer betroffen sind. In diesem Edeka-Spot bereitet eine ältere Dame das Weihnachtsfest vor. Weihnachten. Schon in den ersten Momenten des Films ahnt der Zuschauer, hier passiert was ganz Komisches. Da hat sich niemand im Kalender geirrt, außer die alte Dame im Film. Doch als ihre Familie ankommt, wird alles glasklar. Es ist Ostern und hier hat jemand ein Megaproblem. Die Tochter betritt mit ihren Kindern die weihnachtlich geschmückte Wohnung der Oma. Die gebratene Gans steht bereits auf dem wunderschön geschmückten Esstisch. Der kleine Christbaum leuchtet in der Zimmerecke. Die Kinder, so circa 10, 11 Jahre alt, stürmen euphorisch auf die Oma zu. Die etwas verwunderte Tochter beginnt überhaupt nicht zu diskutieren oder gar zu ermahnen. Sie staunt wortlos, um dann ihre Mutter plötzlich ganz fest in die Arme zu nehmen, zu drücken und ganz leise zu weinen zu beginnen. Derweil freut sich die scheinbar verwirrte Oma nur noch mehr aus ganzem Herzen, ist das pure Glück durch und durch und lächelt mit weit geöffnetem Herzen. Auch die Enkelkinder stellen keine Fragen. Kinder sind einfach toll. Sie sind die wahren Meister, wenn es darum geht, das Leben spielerisch zu gestalten. Feiern, nur feiern steht auf dem Programm. Die Kinder sind einfach nur glücklich, hier sein zu dürfen, stellen ihr Osternest mit den bunten Eiern auf den Gabentisch neben den Nikolaus und freuen sich auf ein wunderbares Essen mit ihrer Oma und natürlich besten Artikeln von Edeka. Klar, darum geht's in diesem Spot ja auch. Auch, aber eben nicht nur. Das Engagement dieses Films ist lobenswert. Jährlich, heißt es, erkranken ca. 300.000 Menschen in Deutschland an Demenz. So steht's auch im Abspann des Films. Das Verwechseln der Kalendertage, so wie in diesem Video, kann ein erstes Anzeichen sein. Denn laut Deutscher Alzheimer-Gesellschaft äußert sich die Erkrankung vor allem mit Gedächtnis- und Orientierungsstörungen sowie Veränderungen des Verhaltens und der Persönlichkeit. Mit dieser Aktion macht sich Edeka für das Thema Alzheimer stark, nicht nur für ihre eigenen Produkte. Der Tag mit Alzheimer, heißt es, ist herausfordernd. In Deutschland leben mehr als 1,2 Millionen Menschen mit dieser Demenzkrankheit. Sie betrifft dabei nicht nur die Patienten selbst, sondern das ganze Umfeld, ihre Familien und alle Angehörigen, erklärt Edeka die Aktion auf ihrer Webseite. Dazu ist der Spot auch noch verbunden mit einer Spendenaktion. Angelehnt an den Film verkauft der Supermarkt an diesem Osterfest Weihnachtshasen. Die Schokohasen tragen dazu einfach Weihnachtsmützen auf den Kopf. Als richtige Nikolaushasen stehen da vor einem und sie stehen für die Alzheimer- und Demenzforschung. Denn diese wird mit dem Kauf unterstützt. Pro verkauften Schokohasen geht 1 Euro an die Forschung. Bisher kann die Erkrankung nicht geheilt werden, deshalb ist ja die Früherkennung der Alzheimer-Symptome so entscheidend. Die meisten Zuschauer, mich übrigens eingeschlossen, sind einfach nur begeistert von diesem Werbespot. Rührende Kommentare finden sich unter dem Video auf YouTube wie auch auf Facebook. So lobt ein Nutzer beispielsweise, wer jemals nahe Freunde, Angehörige, Menschen mit dieser schlimmen Krankheit kannte, sich jemals in der Situation befand, vom eigenen Elternteil, der Oma, dem oder der Ehepartnerin nicht mehr erkannt zu werden, hat beim Ansehen Gänsehaut. Groß. Emotional, werbewirksam, auf eine nahbare, menschliche Art. Danke dafür.
Auch andere teilen ihre eigene Erfahrung mit der Krankheit, wenn sie schreiben, dieses Video berührt mich unglaublich stark. Die Uroma der Kinder hat Demenz und es ist nicht immer sehr einfach, aber es ist wundervoll. Denn die Uroma ist in ihrer Liebe echt und nur das allein zählt. Und ein anderer User ist ebenfalls gerührt vom Video, schreibt, ein sehr schöner Film, gerade für Menschen, die unmittelbar in ihrer Familie eine Demenzkranken haben und einen gerade erst verloren haben. Einfach wunderbar. Der Film geht, man spürt es den Menschen, also direkt ans Herz. Und genau dann, wenn es etwas ans Herz und unter die Haut geht, dann findet Ostern, Auferstehung statt. Da, sieh her, meine Hände, meine Seite, leg deine Hand hinein, sagt der Auferstandene beim Osterfest zu Thomas. Spür's doch, wie heilend Auferstehung sein kann. In diesem Sinne, nicht frohe Weihnachten, frohe Ostern, wünscht euch euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio. Vielen Dank, dass Sie sich wieder meinen Podcast Schießlers Woche angehört haben. Den gibt's übrigens auch auf Innehalten, der Plattform rund um Glaube und Spiritualität von St. Michaelsbund. Egal ob Impulse, Buchtipps oder Gutes für Geist und Seele, auf michaelsbund.de/innehalten finden auch Sie bestimmt das Richtige. Klicken Sie doch einfach mal rein. Tun Sie sich was Gutes, Ihr Pfarrer Schießler.